Ist es Zeit für Blitzkrieg? Fantastisch! Bis dann! Raisins verwendet nur die gesündesten Zutaten. Das habe ich aus einem Trainingsvideo. Ciao, Süßi! Gibt ja wohl keine Kleiderordnung. Ich bin der schnellste in der Stadt. Bitte schön. Ich bin gespannt, welche neuen Werke du findest. Thank you.
Nein, Mädchen. Erlaubt. Hier ist der Arschlord. Super Arbeit. Die Freedom Poser checken null, dass du sie gefickt hast. Hey, ich hab ne Idee. Weniger Nerven, mehr Follower sammeln. Okay, Leute, hört zu. Arschlord hat herausgefunden, dass die Freedom Pals heute Abend in das Polizeirevier einbrechen. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das Polizeirevier? Wir können nicht die Polizei ausschalten, spinnst du? Ja, lass das doch die Freedom Pals machen. Das geht nicht, Leute. Wieso nicht? Weil ungefähr um 10:30 heute Morgen Classy von der Polizei verhaftet wurde. Woher weißt du das? Yo, what the fuck, ihr kleinen Pisser mit euren scheiß Capes, wolltet mich doch beschützen. Ich hab nur einen fucking Anruf. Ihr Nigger kommt jetzt sofort her und holt mich hier raus. Scheiß möchtegern Superhelden-Spasten. Wir müssen ihr helfen, Leute. Wir haben's versprochen. Wenn wir die Freedom Pals das alleine machen lassen, stehen wir als Trottel-Franchise da. Aber wieso sollten sie mit uns zusammenarbeiten? Du vergisst, dass Wunderarsch jetzt auf Kumpel mit den Freedom Pals macht. Arschlord bringt sie dazu, das Erdgeschoss des Reviers anzugreifen. Währenddessen schleichen wir uns rein und holen Classy raus. Die Freedom Pals werden wahrscheinlich sterben wegen uns. Und dann wäre welches Superhelden-Franchise die Nummer 1? Wir haben es Classy versprochen. Ab nach Hause ins Bett. Wir haben heute Nacht Großes vor. Das wär's, Arschlord. Wart auf eine Nachricht von den Freedom Pals. Was ist denn noch? Was? Schon wieder dieser Dackelblick. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, Wunderarsch. Schmink dir das ab. Du kriegst auf keinen Fall noch eine Klasse. Hör zu, es tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich weiß, du willst das abhaken, aber... Oh. Nein, ich weiß nicht, wie das ist. Schon gut. Schon gut. Vielleicht kriegst du doch noch eine Klasse. Pflanzmagier. Kampfsportler. Pflanzmagier. Ein Pflanzmagier wie Swamp Thing oder Poison Ivy. Du lagst im Bett und hörtest deine Mom schreien. Du gingst in den Flur. Was sagst du dazu, Weltraumspast? Ein Pflanzmagier nutzt die Kräfte der Natur, um zu beschützen und um anzugreifen. Du konntest nicht zusehen, wie dieses arme Alien schikaniert wird. Es war Zeit, zurückzuschlagen. Du hast einen süßen Duft gezaubert, um die Angreifer zu bezirzen. Wow, du riechst nach Blümchen. Für dich tue ich alles. Völlig betört war der Eindringling deiner Gnade ausgeliefert. Belästigt dich dieser Kerl? Hey, was machst du da? Nimm das! Oh, scheiße! Wie kannst du dich nur mit einem Kind und einem Alien prügeln? Komm mal wieder klar, Mann! Der Schlag seines Kameraden brach deinen Zauber, aber die Verwirrung verschaffte dem Alien Zeit, sich zu sammeln. Er eröffnete das Feuer mit seinem Weltraumstrahl. Ihr saht euch in die Augen und wusstest, das Alien vertraut dir. Du berührtest den Boden, um mit Mutter Naturs Kräften die Angreifer zu besiegen. Wurzeln schossen aus dem Boden und rissen die Gegner des Aliens um. Scheiße, ich bin weg hier. Ja, scheiß auf deine Pflanzen. Dein neuer Alienfreund seufzte erleichtert. Mu. Aber da war noch ein Angreifer im Flur. Mu. Er wollte das Alien verprügeln und tat es auch. Gnadenlos. Mu. Mu. Das Alien ließ sich die Prügel nicht einfach gefallen. Es schoss wieder mit seinem Weltraumstrahl. Das Alien kämpfte um sein Leben, also beschworst du zur Heilung deine Pflanzenkräfte. Mu. Aber es reichte nicht. Der Eindringling schlug gnadenlos auf deinen Weltraumfreund ein, bis er ohnmächtig war. Mu. Der Anblick des sterbenden Aliens löste was in dir aus. Du sammeltest deine gesamte Kraft, um deinen Freund wiederzubeleben. Mutter Natur erhörte dich. Schenkte dich und das Alien reichlich. Mu. Als Unterstützerklasse wird einem selten die Ehre des letzten Hiebes zuteil. Mu.
Deshalb ist dein Sieg vorbestimmt. Du liefst blitzschnell zum Schlafzimmer deiner Eltern und stürmtest hinein, um deine Mom zu beschützen. Zu spät, dein Dad hat sie gefickt. Oh. Das musste ich innerlich zerreißen. Wie Menschen einander das antun können, es tut mir so leid. Egal, wir haben heute Nacht was vor. Wir sehen uns beim Revier. Mehr gibt's nicht zu besprechen. Ich melde mich, wenn deine Eltern glauben, dass du schläfst. Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen, iss dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass er das Medikament braucht. Du versoffene Hure! Scheiß Kiffer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden! Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Neuer, zieh dich an und komm raus. Schnell, die Nacht wartet. Cooles Zimmer. Na endlich. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst das bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Redest nicht gern drüber, hä? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier, Gina, und suchen die Beweise. Gina! Gina, es tut mir leid.
Nein, Mama. Bitte nicht. Ich bin ganz brav, versprochen. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Es ist schon längst Schlafenszeit. Geht ins Bett. Hey, Wilderjäger, hast du was Gutes gefunden? Gib nicht auf! Russ! Ich hoffe, du magst Eier! Ja, Mann! Was für Arschlöcher. Es ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Du bist echt mysteriös. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob. Hey, da sind sie! Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderasche ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da! Das tun wir auch! Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch! Leute, Leute! Ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchat. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieh dir das mal an. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Shit, Gangmitglieder, vermutlich bewaffnet! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Wow, das habe ich nicht erwartet! Ah, shit! Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Verdächtiger in Sicht! Die Party ist vorbei, du Lump! Wir bringen dich hinter Gitter, du Ordnungshüter! Mann, anscheinend ist hier ein ganzes Gangsternest! Auf die Knie und Hände in den Kopf! Geschieht dir recht, du Arsch! Wir brauchen Verstärkung! Ocean 2, schwarze Kinder! Ihre Meute! Zeit, ein paar Grundrechte zu verletzen! Ich bin Bulle geworden, um zu... heißer als die Polizei erlaubt! Du viel Druck! Donnerlittchen! Das spürst du noch eine Weile! Es ist soweit! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Super Tornado! Zeit für eine kleine Stadtrenovierung! Au! Oh Gott! Hey, ich lebe noch! Du hast das Recht, aufs Maul zu kriegen! Wunderärsche überall!
Sanktionen, aber mit Inklusion. Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich? Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen, wie ihr. Eure Freunde, eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Mega! Tupperdose! Lewinsky, du Spast, rauf mit dir! Tja! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Daher! Das wird kein Zuckerschlecken, aber wir zahlen's den Bullen heim. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Ruft nach Chaos. Oh, hi, wie geht's, Neuer? Komm her, kleiner Lakai. Rein mit dir. Versuch, die Dritte zu treffen. So, Kleiner. Ich bin's, Tauli. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Oh, scheiße, bin gleich wieder da. Thank you.
War vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Hey, wegen dir bin ich doch hier drin, du Arsch! Oh, hi! Du fragst dich bestimmt, wieso wir im Gefängnis sind. Tja, deine Mutter hat in einem Telefonat mit deiner Schule unsere afrikanische Abstammung erwähnt, die wir bis jetzt geheim gehalten haben. Du bist auf jeden Fall nicht daran schuld. Nein, deine Mutter ist schuld, weil sie dumm und unvorsichtig ist. Ich meine, ist halb so schlimm. Hey, vielleicht kannst du uns ja hier rausholen. Ja, das wäre doch was, oder? Wow, hey, das nenne ich mal ein Fashion-Statement. Wo du schon hier bist, kannst du vielleicht mal den Knopf da drücken? Du willst doch kein ewig Gestriger sein, Junge. Wir müssen all die Unschuldigen hier freilassen. Sie wollen die Verbrecher befreien! Runter, auf den Boden! Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein. Das ist mein verfassungsmäßiges Recht. Du bist verhaftet, Hey, lasst ihn in Ruhe! Sekundärwunder, Arsch-Lebensform entdeckt. Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen! Hier blitz ich einen! Tada! Ich hab es blitzen lassen! Furchtlos. Wäre das mein Kind, wäre ich echt stolz. Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Ihr Demonstranten habt das Recht, die Scheißfresse zu halten. Ihr Demonstranten habt vergessen, dass es Freiheit nicht umsonst. Zeig keine Schwäche. Ich bin so schlapp. Aggressor neutralisiert. Ah, genau, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte dir noch einen Tipp geben. Okay, hier kommt der Tipp. Vertraue niemals der Regierung. Gern geschehen. Weißt du, wozu die Regierung gut ist? Für absolut gar nichts. Wollen dir alles vorschreiben und hören dich ab und so eine Scheiße. Fick diese Arschlöcher. Ich hasse sie. Wird mal bloß nicht frech! Ich brauche einen doppelten Espresso. Oder vier. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck.
Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Hey, Mann, das mit der Regierung war nicht so gemeint. Die sind gar nicht so schlimm. Eigentlich sind die ganz cool. Bleib locker, Mann. Die hören das gerade alles ab. Verhalte dich ganz normal. Scheiße, wahrscheinlich verfolgen sie diesen Anruf zurück. Ich verbiss mich! Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Diese Zeitflöte sind heftig.
aus. Wir haben's geschafft. Also mir ist das hier irgendwie gar nicht geheuer. Wer ruft nach Chaos? Oh, hi, wie geht's, Neuer? Hier, kleiner Lakai. Wuppi! Chaos ist sich selbst der Lohn. Oh, du bist wieder da. Verschwinden wir hier. Startbereit. Wow, wow. Ja! Ciao, bis dann. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Toolshed ist da! Ja! Du schaffst das. Ah! Nice. Ich meine, nice, los! Jetzt hab ich dich, Kleiner. Juhu! Ciao. Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Grumbles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Hey, Kids. Wollt ihr was Süßes? Oh, fuck. Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich.
Sex im Knast ist extra heiß. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Hol Kuhn! Ah! Du magst es grob, ich auch. Ich trete dir in den Arsch. Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Ah! Das Kind hat mich angefasst und nicht auf eine nette Art. Das Kind hat mich innerlich zum Lachen gebracht. Fick dich, Jared, du mieser Hurensohn. Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Gegen AIDS kämpfen? Scheiß Jared. Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Diese Zeitschürze sind heftig. Überlassen Sie diese Kinder uns, Mr. Vogel. Danke, aber im Umgang mit Kindern habe ich reichlich Erfahrung. Du bist unberechenbar, Mysterion, aber effektiv. Sehr gut. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Positiver Rassismus. Ich gebe dir gleich eine Einführung in Kindererziehung. Einführung, kapiert? Mein Kunde bezieht sich auf seine jahrelange Erfahrung als liebender Vater. Gönn dir was Süßes. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Lass meinen Kunden in Ruhe. Dank AIDS geht's mir schon viel besser. Es ist soweit. Die Freedom Pals werden siegen. Super Mac, Upgrade bereit. Super Tornado! Ah, immer auf schwarz setzen, stimmt's? Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Schlag ihn! Ah. Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend! Das gibt ein ganz schlechtes Karma für dich. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn und Freedom Pearls. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, vorziehen ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wer da eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur... gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superheldendasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen.
Alter, das war hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Du hast ihn nicht zu Tode gefurzt, aber das heißt nicht, dass wir ihn nicht noch ein bisschen verprügeln können. Ich glaube, wir sollten vergessen, dass das je geschehen ist und nie mehr darüber reden. Wahre Helden können Gnade zeigen. Du hast ihnen dein Arschloch gezeigt. Was sie auch im Keller haben, schlimmer wird's kaum. Er fasst mich am Rüssel an. Seufzprotokoll aktiviert. Freund, Helfer, Peng. Das ist eine einmalige Sache, Kuhn. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du spaßt. Du bist hier der Spast, Moskito. Ihr seid am Arsch. Hey, wird's bald? Leute, wenn das noch länger dauert, bräuchte ich mal eine kleine Snackpause. Mann. Wow, das ist aber echt unheimlich. Es geht nur noch nach unten weiter. Abgesperrt. Naja, such den Schlüssel, schnell. Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Leute, wenn das noch länger dauert, bräuchte ich mal... Was war das? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Mizi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das. Halt, still. Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Mist, das ist nicht gut. Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht! Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Ja... Ich bin definitiv am Sterben. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh, Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Lüftung aufgefallen. Oh nein, ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterb wohl doch. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja, sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss nur den Türgriff ertasten. Da ist er. Ja.
Ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich, ernsthaft. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir. Holt mich hier raus. Ich sterbe. Ich... Sekunde. Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden. Bei dem letzten Atemzug mach ich das Licht an. Achtung, Vergiftungsgefahr. Lüftung ausgefallen. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh Mann, das warst doch hoffentlich nicht alles du, oder? Jetzt hab ich dich, Kleiner. Rein mit dir. Oh, wow. Okay, ich mach jetzt einen Abgang. Achtung, Vergiftungsgefahr. Ausgefallen. Toolshed hat, was du brauchst. Geiles Ding! Hast du gefunden? Aus dem Weg! Eins an der Detektivarbeit, Wunderarsch! Wunderarsch hat den Schlüssel, Leute! Klingt so, als geht hinter der Tür echt krasse Scheiße ab. Du solltest dir lieber ein paar Vorräte am Automaten holen, bevor du da reingehst. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege der Wälder. Gesegnet seien wir, deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege mit den 1000 Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Hä? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt.
Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Kranke Scheiße, wir müssen sie retten! Okay, gib dir noch mehr. Oh, verfickte Scheiße. Au! Oh, Scheiße. Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen. Weg da, sonst war's das. Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch. Na uns, ich hab keine Angst. Gut, dann geh du, vor. Euer Tod wird Schub-Nigorath ergötzen. Hey, Wunder aus besseren Zeiten. Oh, au! Lasst mich meine Religion ausleben, wir sind hier doch in Amerika. Geil! Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz! Kacke! Augen zu, Kinder! Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden! Ich misch sie jetzt auf! Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Los geht's! Super-Tornado-Warnung! Oh. Soll ich dich neu frische versiegeln? Das ist nicht notwendig. Tod den Ungläubigen! Ah. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Aus dem Weg, Kuhn-Freunde. Daddy ist da. Hier kommt der Kuhn. Au. Moderater Blutverlust. Auf sie, Wunderarsch! Jetzt bin ich dran! Ja, ja, verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt! Ah, dieser Ort ist nichts für Ketzer! Kuhn, Krallen raus! Platz für den Kuhn! Noch einer erledigt! Au! Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste! Wunderarsch ist nicht zu spaßen. Oh. Hier kommt Mysterio. Keine Gnade. Oh. Au. Du hast die besten Kampfprotokolle, Mann. Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mac Mark III. Ich würde keinen Schmerz spüren! Von wegen! Hey, ja. Verdammt! Tötet die Ketze! Knie nieder vor Schub-Nigorath! Jetzt endet der Rest deines Lebens. Sehr geil!
Hier kommt dein Tod. Angriff aus dem Hinterhalt. Ja, das schaffen wir, Leute. Stopper Mac wird gestartet. Cool. Jetzt wirst du zerfetzt. Versau das nicht, Blödsack. Aggressor neutralisiert. Los! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Mann, Mysterion, könntest du ein bisschen positiver sein? Wohl kaum. Tupper Tornado aktiv! Vorsicht, Tupperdose, sonst beschlägt dein Helm. Alter, das war geil. Auf den Ungläubigen! Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Bringt eure Ärsche in Sicherheit! Das solltest du abbinden. Wo hast du diesen Trick gelernt? Recht bewahren, unschuldige Schützen! Aktiviere Schnelltausch! Ich habe beiden Wunderärschen alles beigebracht. Chance beträgt 90,6%. Merke, Ziel auf das Gesicht oder in den Schritt. Unterwirf dich der schwarzen Ziegel! Oh! Los geht's, Furzlord! Wow, ich bin fast beeindruckt. Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Zeig keine Schwäche. Vorsicht, Kuhn! Ja. Oh, hast du ein Aua? Scheiße!
scheiß Art zu sterben. Tot den Ungläubigen! Bringt eure Ärsche in Sicherheit! Ja, ins Jenseits mit euch. Du bist die Hand des Schicksals, Neuer. Das gibt Rache. Aussetzen! Scheiße! Dein Zug gehört jetzt Coon and Freedom Pals. Au! Oh! Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Das merke ich mir. Weine nicht um deine Feinde. Sie sind echte Arschlöcher. Mann, Mysterion, könntest du ein bisschen positiver sein? Wohl kaum. Wollen wir später noch einen heben und vielleicht das Spiel schauen? Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Die Coon-Brand ist trotzdem beliebter als Mysterion. Du trägst jetzt das Zeichen der schwarzen Ziegel. Oder Ninja oder was? Eine wandernde Seele, die niemals sterben kann. Geht's noch dramatischer? Willkommen in Coontown. Feind am Boden. Zeit für die Chopper-Party. Dem Kuhn gefällt das. Nimm das, Bitch. Ah!
weiter so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Jetzt wird's lustig. Angriffsmanöver eingeleitet! Wow, das vergisst man nicht. Dein Zug gehört so jetzt unendlich Freedom Pass. Hoch den Ungläubigen! Weg da, sonst war's das! Au! Oh, verdammt! Ja. Du bist sowas von tot! Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Das läuft genau wie geplant. Tupperdose aktivieren! Neutralisiere! Das hast du verdient! Nicht schlecht, Neuer! Ich geb's zu, du hast Potenzial. Bin ich jetzt endlich dran? Hier kommt Tupperdose! Das wird wehtun. Endlich. Ich sag's jetzt einfach. Nette Aktion, cool. Führe Gefechtsprotokolle aus. Nimm das! Gerechtigkeit wird frisch serviert, aus der Tupperdose. Au! Verflucht. Au! Wunderbar, schaut alles raus. Jetzt wird gekunt. Schlag zu, solange du noch atmest. Mann, Mysterion, könntest du ein bisschen positiver sein? Wohl kaum.
uncool. Wunderarsch hat Verstärkung gerufen. Schlag für Schlag zum Sieg! Der gehört mir! Tupperdose hält alles frisch! Gern was Cooles machen. Zeig's ihnen! Treffer, Wunderarsch! Haha, Alter, das war geil! Tod den Ungläubigen! Weg da, sonst war's das! Ah, Scheiße! Wer will verstümmelt werden? Ich erkläre meine Umgebung zum Katastrophengebiet! Gruselig. War wirklich gruselig. Achtung, dramatischer Kuhn-Move. Ich warte auf Befehle aus der Finsternis. Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Neustart, Systeme bereit. Zielsysteme online. Gleich kriegt ihr Tollwut. Übst du den Move vom Spiegel, Mysterion?
tut sauber weh. Dafür wirst du noch bezahlen. Ich lass es jetzt krachen. Schurken, zittert vor Kuhn und Friends. Ein gründliches Fisting. Alter, das war geil. Tod den Ungläubigen! Weg das, sonst war's das! Ziel erfasst! Kuhn am Start! Mach das nicht nochmal! Jagd. Uff, out. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Freedom Pals. Oh, mächtige Schubnigorath, Übermutter mit den 1000 Jungen. Wir werden das Problem schon irgendwie lösen. Wenn ich für die schwarze Ziege bluten muss, dann soll es so sein. Super Tornado, abgeschlossen. Haha, Alter, das war geil. Vorsicht, Tentakel! Ja. Zurück mit dir, woher du gekommen bist! Nenne ich mal Kuhngerechtigkeit. Hey! Ha!
geht das? Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Freedom Pals. Ich bin eine 2 Kilometer Todeszone. Haha, Alter, das war geil. Bye bye, Arschloch. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute, wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise. Fucking Kuhn and Friends. Scheiße geil, Leute. Wir haben's geschafft. Das war richtig geil. $100 Belohnung, wir kommen. Hey, Moment mal. Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ja, sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen, war nur eine Kriegslist. Was? Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt, sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die $100 Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alles erlaubt, Freedom Pussies. Freedom Pussies. Ihr Wichser, wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt sie uns doch weg. Machen wir. Civil War 3 könnt ihr haben. Das war's, Neuer. Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Superarsch, sondern die. Okay, Neuer. Zeit zu sterben. Schnappen wir uns das Schwein! Ich mach sie fertig! Haha! Mein treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften! Aber warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig kontrollieren. Zu schnell für dich, was? Los, mach die Drecksau fertig! Oh, Furzlord hat jetzt auch einen Lakaien, cool! Weiß jemand, wie man Blut aus Nylon rauskriegt? Zeig es den Pennern so richtig!
Das gibt Rache. Ja. Du siehst mitgenommen aus. Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Coon and Friend. Als Freedom Pal wärst du mir vielleicht doch lieber. Cartman ist kein Teamspieler. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Alle bereit für einen Flashmob? Ich bin's. Brutal! Callgirl lässt ganz schön krachen. Oh, danke, Butters. Wer ist Butters? Ich bin Professor Chaos. Cool. Troll im eigenen Saft geschmort. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Zerklatscht. Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Juckreiz für alle! Welches Blut! Wir verlieren! Das wird schon. Raus aus meinem Kopf, Dr. Timothy! Ich bin bei dir, Wunderarsch! Schwusch! Danke. Rache war schon immer mein Ding. Halt durch! Hilfe ist im Anflug! Schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch! Ich fand's echt klasse, was meinst du? Ihr habt mich echt enttäuscht, Leute. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen. Wunderarsch, zeigen wir es ihm. Durch diesen Schuh haust ihr echt voll auf die Kacke. Lass dich nicht von Cartman täuschen. War das abgefahren? Gar nicht cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarsch. Ach, ich bin so sauer auf dich, Furzlord! Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Du hast eine Menge Gehirne gefickt, Dr. Timothy. Jetzt büßt du. Da ist nur noch Matsch in der Birne. Mit meinem Superspeed könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden. Warum tust du es dann nicht? Weil ich ein Showman bin, Coon. Das sollte helfen. Da kommt Callgirl! Du wirst mich hassen. Oh Mann, das war super cool. Macht euch auf Schmerz gefasst! Au! Scheiße! Au! Freedom Pal außer Gefecht! Schwerer zur Action!
solltest dein Mundrohrdings ab und zu echt mal desinfizieren. Diabetes! Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. So sieht's aus, Pyjama Pals. Könnte Chaos hier sein Ende finden? Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Timmy! Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Sag Cheese. Ist der Rotaugenfilter nicht an? Ach so, das ist nur Blut. Das Chaos lächeln dir zu. Der Kuh ist wieder da. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Ja. Das war eine angemessene Menge Chaos. Achtung, alles Gute kommt von oben. Ich komme zur Rettung. Du bist der Wind unter meinen Moskitoflügeln. Diabetes-Time! Ja! Gefahr! Ja. Du bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen! Oh nein! Also los! Ich hab genug von dem Kack. Du hast irgendwie Gebrauchsspuren. Timmy, Timmy! Er ist jetzt auf deren Seite! Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung!
Das war episch. Oh, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen. Mann, Mysterion ist echt sauer auf dich. Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht. Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten. Freedom Pals und Kuhn-Freunde. Was? Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt. Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen. Aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Oh mein Gott. Er hat es entschlüsselt. Es war sein Lebenswerk. Er hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus, das ist unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Arschloch. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr wolltet sie für euch? Ja, aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja. Ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals. Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also er hat das Sagen? Ja. Na gut, finde ich super. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals. Finde ich echt geil. Dann steht's fest. Morgen holen wir uns die Belohnung für Scrambles und kurbeln damit Timmys Franchise-Plan an. Zusammen, Freedom Pals, Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute, auf geht's. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Ein Angriff auf das South Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollten sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Gemeinsam können wir uns von diesem Analterrorismus befreien. Mein Name ist Mitch Connor und das ist meine Botschaft. Manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Dass dir jegliche Orientierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist. Mein Kind, du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Geh zu Stark's Pond, mein Kind. Da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden.
Herz. Alle Freedom Pads auf der Stelle zur Basis. Wiederhole, alle Freedom Pads zur Basis. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Was bist du denn? Trottelmann? Geh schon durch. Was für eine Hautfarbe habe ich? Dank dir sehe ich das jetzt gar nicht mehr. Hallo, da ist ja mein kleiner Held. Hast du alle meine Fotos aufgehängt? Noch nichts gehört, aber es ist bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis diese Schauspielagenten anrufen. Hier, ich wollte dir ja zeigen, was in meiner untersten Schublade ist. Also hier. Mach lieber ein Selfie mit mir, bevor ich zu berühmt bin. Wuhu! Wir sehen uns dann im Netz. Wir sollen also jetzt mit... South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Sachen auf der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfinderisch oder weg vom Fenster. Bitte sehr. Danke sehr. Adios und bis dann. Deck dich ein.
Das bringt deine Winde in Wallung. Wenn du morgen... Wenn du Freeman brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ich bin der schnellste in der Stadt. Wir sehen uns. Psst. Psst. Hey, hier drüben. Hab dich beobachtet. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Hast du von den Super Best Friends gehört? Ich bin's. Seemann. Ein mächtiger Superheld mit der Fähigkeit, mit Fischen zu sprechen und zu schwimmen. Es ist Samen. Ich bin Seemann. Es ist mein Job, allen Meereskreaturen zu helfen. Und gerade braucht ein schwuler Fisch Hilfe, seine Mutter in den Himmel zu bekommen. Ich will ihm unter die Flossen greifen. Aber die anderen Super Best Friends haben zu viel zu tun. Hilfst du mir? Dann schwimme mit mir in die Tiefe. Keine Sorge, meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich. Und so taucht das Kind in die Tiefe des Wassers, geschützt von Samen. Seemann! Hinunter dahin, wo der kleine schwule Fisch lebt. Weine nicht, kleiner Fisch. Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr Mama wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus. Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr 3 Millionen Dollar und ein bisschen Schmuck. Fass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. Durch das Anfassen der Flosse werden Samen und sein Kumpel nach Valhalla transportiert. Wo ein anderer Fisch auf einem Einhorn reitet. Ich bin hier, Mama. Bist du das, Baby? Ich bin's. Wir bringen dich in den Himmel, Mama. Halt dich fest, das Kind wird uns helfen.
Okay, Baby, ganz wie du meinst, du kleiner schwuler Fisch. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogeneinhornfürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Wie aufregend. Wir sollten es auf eine Goldplatte pressen und ins All schießen, damit doch Außerirdische das sehen können. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Das ist mit das Allergrößte aller Zeiten. Aller Zeiten. Sei vor, nicht so schnell. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs, auf Regenbogeneinhornfürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Wie aufregend. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Was für ein krasser Trip! Oh oh, nicht so schnell! Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz! Mann, hier geht fast alles! Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen, Wahnsinn! Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazul! Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater! Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Mama, langsam! Mama, deine Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs, auf Regenbogeneinhornfürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Wie aufregend. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Was für ein krasser Trip. Oh oh, nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Wir sollten es auf eine Goldplatte pressen und ins All schießen, damit doch Außerirdische das sehen können. Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazul. Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Das ist mit das Allergrößte aller Zeiten. Aller Zeiten. Oh, hier geht fast alles. Säulen. Hab's geschafft. Vielen Dank für deine Hilfe, Baby. Ich liebe dich, Mama. Dann bis ganz bald, Baby. Ja, bis bald, Mama. Halt, was zum Teufel soll das heißen? Mama? Moment mal. Was ist das? Das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus. Nicht du, Samen, das Kind. Seemann! Oh, ja, stimmt. Na egal. Du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch, tatest du's. Klar musste es mir helfen, ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation. Ich spüre, dass du auf der Suche nach deiner Spiritualität bist, mein Kind. Erlaub mir, dir zu helfen. In jeder Religion gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Was bist du? Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Neutral. Agnostiker. Atheist. Buddhist. Christ. Hindu. Jude. Mormone. Moslem. Orthodoxer Jude. Quäker. Rastafari. Satanist. Scientologe. Sikh. Taoist, Unitarier, Wicca,
Agnostiker. Taoist. Wicca. Satanist. Rastafari. Quäker. Orthodoxer Jude. Moslem. Mormone. Jude. Hindu. Christ. Buddhist. Christ, okay. Du bist ein neutraler Christ. Oh, warte. Du willst sicher ein Selfie mit Jesus, oder? Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Ein sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Viel Glück, kleiner neutraler Christ. Schau, schau, schau! Na, was haben wir denn da? Was bist denn du für eine Sorte? Cisgender! Heterosexuell! Schwarz! Albaner-Person! Neutral! Christlich! Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum! Ah, okay. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Willkommen in Amerika, ihr Gesindel! Und jetzt verschwindet wieder! Mein rachsüchtiger Gott hat befohlen, es dir richtig zu geben! Ja. Oh. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja. Ist das so ein Zigeunerfluch? Ich fühle mich so sanftmütig. Du diskriminierst meine Weltanschauung. Ich muss dich zum Hetero prügeln. Eine Zeitanomalie. Du wirst danach... Angriff aus dem Hinterhalt! Gruselig. War wirklich gruselig. Super-Tornado, Warnung! Ja, das schaffen wir, Leute! Schurken, zittert vor Kuhn und Friends. Ich bring dir das Evangelium der Arschtritte bei! Hörst du jetzt auf, solchen Unfug zu glauben? Auf sie, Wunderarsch! Hier kommt dein Tod! Diese Schurken sind bereit für den Tupper-Mac Mark III. Also ich halte die andere Wange nicht hin! Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Ja! Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Au! Lässt das die sündigen Stimmen in dir verstummen? Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Kann ich von Nutz, behilflich sein? Rechtschaffen! Wir sehen uns!
싸우자, 갑자기 놈들! 킬 파워 레디! 슈퍼 크레이크! Wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Wunderherrsche, überall! Just a fresh wound. Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Upon me. Sugar me boy in da. Hey, lass ihn in Ruhe. Keine Panik, Tweak. Junbiara. Ah, Shimjan Chigi. Hau rein, Neuer. Quenchanen 공격이었다. Ab. Das sind so viele, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ah! Super Craig, glaubt an dich, also glaub an ihn. Okay, ich versuche. Mein Trial begins. Hier kommt Mysterium. Los. Ah! Ninja Power는 멈출 수 없다. Okay, ich bin dran. Das habe ich kaum gesehen. Der Sturm ist vorüber. Gewonnen! Ist doch der furzende Selbstjustizler. Ich bin der schnellste in der Stadt. Renn lieber schnell. Bitte schön. Oh, hey, kleiner Homie. Ich bin's, Classy. Ich wollte dir nur danken, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast.
Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt.